Neulich sind wir im Stream durch die eisige Taiga gezogen und wir haben das erste Fünfer-Wildschwein meiner Call of the Wild-Karriere entdeckt. Ein perfekter Zeitpunkt, um zu testen, was der neue Vorderlader wirklich kann. Nachdem die Rotte erstmal weitergezogen ist, mussten wir unser Glück in der Nacht versuchen und sind bei Dunkelheit losmarschiert. Wir haben den Fünfer schnell wieder entdeckt und es war Zeit für den einen Moment. Das Wildschwein lag im Knall und ich war mir sicher, dass der Schuss eigentlich gepasst haben muss. Trotzdem war ich beim Aufheben etwas nervös, aber die neue Kerman hat uns nicht enttäuscht und uns das erste Diamantenwildschwein in über 2 Jahren Call of the Wild beschert.